Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen. Nach langer Zeit gibt es mal wieder ein Tauschpaket und das ist riesig und mega schwer und kommt von der lieben Serpil. Ich habe es schon aufgeschnitten und ich möchte es jetzt mit euch zusammen auspacken. Und Serpil hat mir schon angekündigt, dass da wohl mehrere Kerzen drin sind. Und bei dem Gewicht zweifle ich auch nicht daran. So, es ist wie gesagt schon aufgeschnitten. Ui. Und ich sehe da als erstes etwas, worüber sich meine Katzen sehr freuen werden. Vielen lieben Dank, Serpil, dass du auch an meine Katzen gedacht hast. Ich werde denen das nachher geben und auch sagen, dass es von dir kommt. Ich glaube aber, dass es für meine Katzen ehrlich gesagt keinen großen Unterschied macht. Aber ich werde es sagen. Dann gibt es auch Leckerlis für mich, und zwar Eiskonfekt. Das habe ich ja lange nicht mehr gegessen. Werde ich gleich direkt in den Kühlschrank packen. Dankeschön. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Machen wir erstmal mit Tee weiter. Schneekristall Orange Chai. Kräutertee aromatisiert. Klingt lecker. Und den werde ich sicherlich noch in den kühleren Tagen im März austesten. Vielen Dank. Ach, jetzt muss ich mich anders setzen. Tut mir leid, ich hampel hier vor euch rum. Womit fangen wir denn an? Das sieht doch direkt schon mal super aus. Es ist auch nicht verklebt, sehr schön. Und es ist eine Kerze von Village Candle. Moment, ich brauche meine Brille. Autumn Colors. Da drin ist Orange Blossom, Crisp Pear, Mint und Sage Leaves. Die schaut so aus. Interessant, ich rieche überhaupt nichts, was von dem, was draufsteht. Also für mich riecht die fruchtig-parfümig. Aber an Frucht ist eigentlich ja nur die Birne drin. Und parfümig ist gar nichts. Das ist spannend, aber ich finde, die riecht gut. Die werde ich sehr, sehr gerne abbrennen. Vielen lieben Dank. Und die hatte ich auch noch nie. Weder als Melz noch als Kerze. Also das ist für mich mal was ganz Neues. So, dann habe ich hier so einen Umschlag. Da kommt noch mehr Tee. Auch den werde ich sicherlich gerne testen. Einmal zur Seite legen. Zaubercreme Schokolade ohne Kochen. Fertig in 3 Minuten. Das ist so ein Pudding. Den werde ich definitiv mal testen an so einem Tag, wo ich richtig Lust habe auf sowas, aber keine Zeit habe, mir einen echten Pudding zu kochen. Ich glaube, da kommt das ganz gut. Ja, der ist auch noch bis Ende des Jahres haltbar, also da wird sich sicher eine tolle Gelegenheit für finden. Vielen Dank, liebe Serpil. Und da ist noch mehr drinnen. Zwei Clamshells von Goose Creek. Beide komplett voll. Einmal Moonlit Coconut und einmal Frozen in Time. Frozen in Time kenne ich sehr gut, den liebe ich. Das ist ein schöner Pfefferminzduft, der aber, wenn er eine Zeit lang warm war, parfümig wird. Eine parfümige Pfefferminze. Ein sehr, sehr schöner Duft. Ich habe davon auch, glaube ich, noch ein halbes Glas. Das Coole ist, ich muss mein Glas überhaupt nicht aufbrauchen, weil ich immer wieder Melz reinbekomme. Ja, finde ich super, dankeschön. Und der Moonlit Coconut, den hatte ich auch schon mal. Das ist ein Duft, von dem ich bis heute nicht weiß, was ich von ihm halten soll. Also ich hatte den ja auch warm. Ich finde den nicht schrecklich, aber ich finde ihn auch nicht zum Jubeln. Ich weiß es nicht. Vielleicht finde ich mit dem Clamshell raus, wie ich zu diesem Duft stehe. Aber trotzdem vielen lieben Dank. Dann sehe ich, dass hier so ein paar lose Sachen rumfliegen. Wie zum Beispiel hier Goose Creek Baby Powder mit Village Candle Unicorn Dreams, also ein bisschen Hexenküche. Und da sind recht viele Melz drinnen.
Baby Powder kenne ich natürlich. Unicorn Dreams von Village kenne ich, glaube ich, nicht. Und das muss was sehr Fruchtiges sein. Denn hier ist was sehr spritzig, fröhlich, Fruchtiges. Baby Powder geht hier kalt fast unter. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Baby Powder im warmen Zustand dafür sorgt, dass es zum einen eben ein wenig pudriger wird und weicher. Und es bringt vielleicht auch einen Schuss Parfümigkeit mit rein. Ich bin sehr gespannt. Die riechen kalt. Super toll. Kalt scheint das sonst eine gelungene Mischung zu sein. Ich bin gespannt, wie die warm sind. Dann habe ich hier Yankee Candle Egyptian Musk. Ein Duft, den es schon sehr lange nicht mehr im Standardsortiment gibt. Und den ich immer sehr mochte. Ist halt ein sehr parfümiger Duft, für mich feminin parfümig und natürlich eine Moschusbombe. Ne? Habe ich hier so zwei Knochen bekommen. Ja, Egyptian Musk ist schön. Ich habe den immer schön gefunden und ich finde den auch immer noch total schön. Und es ist schade, dass der nicht mehr im Sortiment ist. Ja, den werde ich sehr, sehr gerne verdüften. Vielen Dank, liebe Serpil. Wundervoll. Goose Creek Pink Beach. Und das sind hier so zwei Totenköpfe mit so ein bisschen Glitzer dran. Pink Beach habe ich noch nie dran gerochen. Ich kenne natürlich das Label und ich weiß, es sieht sehr aus wie Pink Sands vom Label. Und nicht nur vom Label, auch der Duft geht ganz klar in eine Pink Sands Richtung. Ihr habt dieses süße Vanilleartige mit ein bisschen Blüten, würde ich sagen, so Blütenblätter. Und eine leichte, melonige Fruchtnote. Obwohl, glaube ich, laut Duftbeschreibung überhaupt gar keine Melone im Pink Sands ist. Aber ich rieche da Melone und ich weiß ganz viele andere auch. Es ist kein 100 Pro Dupe. Aber er geht ganz klar in diese Richtung. Ich denke, ich werde mir den mischen, vielleicht mit einem Leinenduft oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass das richtig gut zusammenkommt. Dann habe ich hier einen Yankee Candle Tart in Spiced Orange. Den werde ich gleich wieder in meine Herbst-Weihnachtskiste schmeißen, obwohl er gar nicht weihnachtlich ist. Es ist ein Mezzo-Mix-Duft, ne? Also zu mittlerweile 90% rieche ich einen Mezzo-Mix-Duft. Manchmal 10% rieche ich das, was abgebildet ist, also Orange, gespickt mit ein bisschen Nelke. Aber zu 90% rieche ich mittlerweile einen Mezzo-Mix-Duft, einen spritzigen Mezzo-Mix-Duft, also Cola und Orangenlimo. Ja, ich mag den. Der gehört für mich allerdings trotz dieser Mezzo-Mix-Note in die kalte Jahreszeit. Obwohl ich den auch, wenn es jetzt nicht zu warm wird, eigentlich auch bis Ende April düfteln kann. Erst wenn es zu warm wird, wird er für mich unerträglich. Dann habe ich von Village Candle hier einen Sampler Red Hot Cinnamon. Moment, ich hole den mal raus. Es schaut so aus. Ja, es ist halt ein klassischer Zimtduft. Ist in Ordnung. Allerdings erst wieder im nächsten Winter, wenn es auf Weihnachten zugeht. Also Zimt ist für mich, ein Hauch Zimt darf in den Herbstgewürzen sein, aber solche Zimtbomben gehören für mich in die Weihnachtszeit. Und da werde ich ihn dann auch verdüfteln. Dann habe ich einen halben Sampler von Village Candle, das müsste der Rain sein, wenn ich das Label jetzt richtig sehe. Augenblick. Ja, hier steht der Name auf Französisch, aber das ist der Rain. Den Duft habe ich einmal sehr abgefeiert. Mittlerweile finde ich ihn pur langweilig oder ich habe mich dran satt gerochen. Den kann man aber super toll mischen. Und dann passt der für mich eigentlich in fast jede Jahreszeit. Ich weiß noch nicht, mit was ich ihn abmischen werde, aber ich werde ihn mir abmischen und dann wird das ein richtig toller Duft, das weiß ich. Na?
Dann habe ich hier noch eine Village Candle. Auch mit einem französischen Titel. Man riecht hier unten leider nicht so viel bei Village wie bei Yankee Candle. Und hier ist auch keine Öffnung, dass man mal was riecht. Aber es wird was Florales sein, wird mir gefallen. Mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen drum. Das ist ein Kerzenglas, das spüre ich schon. Folie. Sehr schön. Und das Glas hat mir sehr viel sogar gespoilert, dass das kommt. Und ich freue mich sehr, weil ich mag den Duft. Es ist der Sweet Nothings von Yankee. Ach, so ein wunderschöner, pudrig, parfümiger Duft. Es ist ein leichtes Parfum, es ist nicht zu schwer. Der Duft selber ist aber links recht intensiv. Ich mag den und ich habe den auch nicht als Glas. Jetzt schon. Vielen lieben Dank, Serpil. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Ich habe ein Sweet Nothings. Dann habe ich hier wieder so ein paar einzelne Geschichten. Von Yankee Candle der Vanilla Cupcake. Da muss ich jetzt nicht alles rausgraben. Ich weiß, wie Vanilla Cupcake riecht. Ein sehr schöner, sehr dekadent vanilliger Duft mit einem Hauch Gebäck im Abgang und, das nehme ich aber nicht immer wahr, einem Hauch, so ein Spritzerchen Zitrone. Mal nehme ich das wahr und mal nicht. Für mich ist es vor allem ein schöner, dekadenter Foodie-Vanille-Duft, den ich sehr gerne mag. Hier habe ich Lavendel-Vanille von Goose Creek. Auch das ist ein total schöner Duft. Ich liebe Lavendel-Vanille. Ich liebe überhaupt Lavendel-Düfte. Und ja, was soll ich dazu sagen? Mag ich gerne, werde ich sehr, sehr gerne verdüfteln. Sweetly, die Firma sagt mir gar nichts, goldener Sand, Duftwachs handgemacht und ist auch noch gar nicht so alt, ist nämlich vom 8.12.2020. Dann habe ich hier drei so Kakteen. Ja, das sind Kakteen. Also erstmal ist hier eine relativ starke Wachseigennote und dahinter kommt so ein bisschen was freundlich, leicht, parfümig, sonniges. Es ist sehr schwer zu beschreiben, weil diese Wachsnote für mich kalt jetzt vordergründig ist. Ich muss mal gucken, ob das warm anders sein wird. Ich glaube, wenn die Wachsnote im Warmzustand verschwindet, könnte das ein richtig schöner Duft sein. Da kann ich jetzt aber, wie gesagt, noch gar nichts zu sagen. Das müsste ich einmal warm ausprobieren. Herrje, und da ist immer noch so viel drinnen. Meine Güte. Okay, dann habe ich noch mal einen Village Candle Sampler. Wieder ein französischer Titel. Das müsste aber der Fields of Clover sein, meine ich, von der, vom Label her. Das ist der. Die Kleewiese. Ihr wisst, das ist mein Beuteschema. Ich mag den Duft, ich kenne den Duft, ich hatte den schon einige Male. Ja, das ist ein schöner Duft. Er ist vielleicht nicht so ganz authentisch. Es ist halt Village Candle. Ich finde, Village Candle entwickelt sehr oft eine parfümige Eigennote. Die ist irgendwie für mich so typisch Village und das hat er auch. Wodurch er natürlich nicht ganz authentisch ist. Ich meine, die Kleewiese riecht ja nicht parfümig. Aber er hat sonst dieses Frische und Grüne der Kleewiese echt toll eingefangen und ich mag den Duft. Den werde ich noch im Frühling verdüfteln. Ha, ich freue mich.
Von Village Candle ein halber Sampler Cherry Blossom. Den hatte ich auch schon mal und Cherry Blossom mag ich. Er riecht anders als der Cherry Blossom von Yankee. Ich finde ihn hier um einiges parfümiger. Es ist halt wieder Village Candle. Den von Yankee finde ich süßer, fruchtiger. Ich mag aber beide. Ja, eigentlich mag ich fast alle Cherry Blossom Düfte. Werde ich auch sehr gerne noch in diesem Frühling verdüfteln. Das ist auch ein Duft, den ich sehr gerne mag. Yankee Candle Moroccan Argan Oil. Brauche ich jetzt also auch nicht zu öffnen. Das riecht wirklich nach Arganöl. So einem typischen Arganöl, was bei Massagen verwendet wird. Also so ein schwerer, orientalischer Arganduft. Finde ich total super. Der ist auch parfümig. Leider nicht mehr im Standardsortiment. Ein toller, toller, toller Duft. Vielen Dank. Okay, den hole ich mir raus. Goose Creek Turkish Coffee. Den kenne ich nicht. Ich kenne von Goose Creek den Coffee Shop. Turkish Coffee habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Es ist ein weicheres Wachs. Ist der vielleicht aus einem der Tumbler? Weil bei Goose Creek sind ja die Tumbler mit so weichem Wachs. Der riecht lecker. Es riecht wie so ein Mokka, wo ein bisschen was Nussiges, Schokoladiges, Karamelliges drunter ist. Aber auf eine angenehme Art und Weise. Es gibt ja so Schoko- und auch Karamellnoten, die finde ich sehr unangenehm. Hier ist das Kalt erstmal sehr angenehm. Hat so ein bisschen was, gerade wie so ein Kaffeetoffee. Ich finde den Kalt schön. Ich bin gespannt, wie er warm sein wird. Goose Creek, Turkish Coffee. Für mich, wie gesagt, ganz neu. Ich habe hier gleich keinen Platz mehr zum Hinlegen. Von Isana 5-in-1 pflegende Reinigungstücher. Kann man immer gebrauchen, ne? Vielen Dank. Dann habe ich hier so ein Pot Sweet Scents Melts, made in USA. Elderflower Lemonade, also da steht der Name. So, Elderflower Lemonade. Elderflower ist Holunderblüte, kann das sein? Schaut mal, so sieht das aus. Also es riecht für mich nicht nach Holunderblüte, es riecht für mich zitrisch, nach Zitrone. Und da ist tatsächlich ein Limonadencharakter. Kalt geschnuppert ist das für mich bis jetzt die beste Zitronenlimonade, die ich gerochen habe. Der hat was sehr Authentisches. Das ist wirklich so eine Zitronennote wie von einer Limonade. Nicht von einem Reiniger, nicht von einem Klostein, sondern von einer herrlich erfrischenden Limonade. Ist für mich damit ein Sommerduft und werde ihn mir aufheben für die heißen Tage. Die gleiche Firma noch einmal, Sweet Scents Melts Lemon Sherbet. Das ist eine ganz andere Zitronennote. Die ist wieder ein bisschen... Beißender ist falsch, es ist kein beißender Geruch, aber da dürften Leute, die bei Zitronendüfte gerne einen Reiniger riechen, schon mehr Probleme kriegen als bei ihm hier. Er hat wirklich was Limohaftiges und er eher klassisch. Da weiß ich auch noch nicht, ob er mir gefällt. Ich muss das mal im Badezimmer ausprobieren. Ansonsten muss er weiterziehen. Dann habe ich hier eine kleine Kerze, Vanilla Praline. Schaut mal, das ist das Label. So ein kleines Kerzengläschen. Die riecht für mich so ein bisschen wie Vanillekipferl.
Also ihr riecht was Gebäckiges, aber nichts Schweres und eine Vanillenote. Hat für mich so ein bisschen was wie ein Vanillekipferl. Also für mich riecht er tatsächlich so ein bisschen vorweihnachtlich. Ich glaube, ich werde mir den auch für den Advent aufheben. Ups. Jetzt fängt es an mit dem Rausholen. Das sieht nach einer Kerze aus. Und die ist verdammt gut verpackt. Hi! Es ist grün. Ups, ich hab sie. Von Goose Creek, die Gin and Tonic. Ich glaube, Jenny war das, die so toll findet. Hm? Ich kenne sie gar nicht. Ich meine, Jenny findet die ganz hervorragend. Oh. Das ist für mich ein Limettenduft. Also ich rieche hier keinen Alkohol. Ich weiß auch gar nicht, ob Gin überhaupt einen Eigengeruch hat, ehrlich gesagt. Ich bin kein Gin-Trinker. Das ist für mich ein erfrischender Limettenduft. Also nicht Zitrone, sondern Limette. Grün. Ja. Kommt bestimmt im heißen Sommer hervorragend. Und da werde ich sie dann testen. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne den Duft, wie gesagt, nicht. Achtung, ich stelle das mal ab. Hier habe ich noch ein Yankee Candle Tart, Lemon Lavender. Ist ein Lavendelduft mit Zitrone. Ist nicht meine liebste Lavendelmischung. Aber manches Mal finde ich sie in Ordnung. Ist für mich ein typischer Badezimmerduft. Ja, kann man ab und an mal machen. Ein Karton. Zum Glück nicht verklebt. Auch hier ist eine Kerze drin. Oh, geil. Von Goose Creek Crunchy Leaves. Den hatte ich schon mal als Wachse und ich finde den hervorragend. Oh, jetzt will ich wieder Herbst haben. Der riecht für mich nach Laub, nach Apfel, nach Gewürzen, allerdings nicht stark. Also das ist wirklich ganz leicht und minimal. Ihr denkt nicht, dass ihr in einer Weihnachtsbäckerei steht, das nicht. Der hat was Frisches, aber auch was gemütlich Kuscheliges. Ich vermute, dass Amber mit drinnen ist. Ist für mich einfach nur ein mega gelungener Herbstduft. Wie geil. Und jetzt habe ich die Kerze davon. Vielen Dank, Serpil. Oh Gott. Ich kann das gar nicht wieder gut machen. Von Glade habe ich hier so ein Spray. Bis zu 60 Tage frische Relaxing Zen. Ja, schaut mal. Werde ich sicher auch ausprobieren. Und dann haben wir noch eine Kerze. Du bist verrückt, Serpil. Wieso packst du denn so viele Kerzen ein? Oh, aber ich freue mich. Auch das ist wieder was Grünes. Es ist wieder Goose Creek, der Carnival Vibes. Den hatte ich auch noch nicht, also auch nicht als Melz. Das ist ein Foodie-Duft. Hätte ich jetzt bei dieser grünen Farbe nicht erwartet. Aber mir kommt hier was Foodiges entgegen. Ich kann euch aber nicht sagen, was, wenn ich jetzt so an so einen klassischen Jahrmarkt denke, wie hier auf dem Bild. Und ich gehe jetzt mal so die Sachen im Kopf durch. Lebkuchen, Zuckerwatte, nee, gebrannte Mandeln auch nicht.
Es ist irgendeine Foodie-Note. Ich weiß nicht, was ich rieche. Sie riecht auch nicht unangenehm. Aber auch jetzt nicht, dass ich jubel. Ich muss den warm ausprobieren. Ich kann euch nicht sagen, ob ich das mag oder ob ich das nicht mag. Ich weiß nicht einmal, was ich rieche. Ich müsste den gleich erstmal googeln. Und mal schauen, was der für Inhaltsstoffe hat. Er hat für mich einen Foodie-Einschlag, ganz klar. Das ist für mich ein Foodie-Duft. Aber ich habe keinen Plan, was das sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde es, wie gesagt, sehr gerne ausprobieren. Ich muss ganz kurz die Kamera neu starten. Ja, und das war das wahnsinnig große Paket von der lieben Serpil. Liebe Serpil, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich hoffe, du bist zufrieden mit den 2 Kilo Duftwachs, die ich dir geschickt habe. Es war ja auch einiges an Handmade bei und ich habe mir zumindest Mühe gegeben, dass es dir gefallen könnte. Die Dinge, die du mir geschrieben hast, die du nicht magst, habe ich nicht in den Karton getan, sodass einfach die Trefferquote für dich ein bisschen höher ist, hoffe ich. Du hast bei mir auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Trefferquote. Es sind 2, 3 Düfte bei, wo ich sage, oh, ich weiß noch nicht. Aber all die anderen finde ich mega toll. Und dann diese vielen Kerzen. Du bist wahnsinnig. Aber ich meine das positiv. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich bin baff. Ich muss das jetzt gleich erstmal alles verpacken und verstauen und dabei dann auch erstmal verdauen, was ich hier alles bekommen habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen mit mir auszupacken. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Dir, liebe Serpil, und deiner Familie wünsche ich alles Gute. Bleibt bitte alle gesund und dann sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.